Kiss Me Kate heißt es jetzt wieder in der Volksoper. Das Musical von Cole Porter ist ja eines der beliebtesten Musicals überhaupt, mit vielen Ohrwürmern und einer Geschichte, die auf Shakespeares Der widerspenstigen Zähmung beruht. Heute Abend ist in der Volksoper Premiere, diesmal ein sehr farbenfrohes Musical. Wunderbar, wunderbar, diese Nacht so sternenklar. Diese wunderbare Idylle täuscht. Hinter den Kulissen fliegen die Fetzen zwischen den beiden Schauspielern Lily Vanessi und Fred Graham. Wo ist der Mann, der ich einst war? Gerade noch hier, jetzt nicht mehr da. Andreas Lichtenberger hat bereits im Udo Jürgens Musical aufhorchen lassen. Jetzt hat er mit seiner widerspenstigen Partnerin alle Hände voll zu tun. Ich freue mich, wenn wir den Fans dieses Stückes dann einen schönen Abend präsentieren können. Und es ist einfach toll, in derselben Stadt innerhalb von so kurzer Zeit zwei so unterschiedliche Stücke und auch ein bisschen unterschiedliche Genre, Untergenre des Musicals bedienen zu dürfen. Ich habe dich durchschaut, Mann, ja! Die deutsche Schauspielerin und Sängerin Franziska Becker steht zum ersten Mal auf einer Wiener Bühne. Ich gehe total gut gelaunt in diese, muss ich wirklich sagen, gut gelaunt in diese Premiere. Es ist ein großes Haus, natürlich ist da eine Aufregung. Und ich freue mich, hier in Wien zu sein. Als Stück im Stück wird Shakespeares Der widerspenstigen Zähmung auf die Bühne gebracht. Schon lang nach bei Shakespeare, bei dem steht was drin. Eine bunt kostümierte Truppe voller Spielfreude. Wir sind so ein bisschen in den 80ern angekommen, ja, war das Motto des Abends, ja, glaube ich. Dabei wurden wir jetzt schon ein bisschen gedämpft. Wir haben noch schreller, orange Hemden und ein rosa Hut, also es war noch ärger. In schriller Aufmachung möchte diese Neuproduktion Farbe in den oft grauen Wiener November bringen. Und eine gute Nachricht noch zum Schluss. Wir können heute Nacht eine Stunde länger schlafen. Die Sommerzeit endet wieder und die Uhren